Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu zu Captain of Industries. Ja, wir sind hier ja in unserer schönen Base und haben letztes Mal die neue Mine eröffnet, die grundsätzlich ja hier hinten nur dafür oder aktuell nur zuständig ist, eine Ebenung durchzuführen bis nach ganz hinten zur Eiseninsel, damit wir Stück für Stück mit dem Terraforming beginnen können und ich diese majestätischen Dinger mir anschauen kann, weil die sind ja echt der Wahnsinn. Ich habe auch jetzt mittlerweile überlegt, wir werden die Kollegen dann auch verwenden, um, wenn wir hinten soweit sind, die Kohlemine freizulegen. Wenn nicht sogar zu betreiben. Aber das werden wir uns dann noch anschauen. Die Kollegen sind hier ja schon fleißig beim Kippen dabei. Hier ist natürlich Masse zu kippen und mit der Erdenkombination natürlich ein bisschen, ja, nennen wir es flacher. Aber, mei, wir müssen es eh verkippen, von daher wird es jetzt nicht so schlimm, denke ich. Solange Stück für Stück wir runterkommen, irgendwann wollen wir eh das ganze Wasser zukippen, damit wir eine Fläche haben. Dann ist es ja gar nicht schlecht. Die Kollegen Bagger hier sind natürlich der Wahnsinn von der Menge, die sie verarbeiten können. Das ist, und heute ruckelt es irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht ganz wieso. Aber die Kollegen sind der Shit, wenn es darum geht, Sachen zu baggern. Den tun wir ja noch hier drüben, ne? Ja, den tun wir noch hier drüben. Den werden wir auch bald mal neu platzieren. Ich werde gleich schon mal das alles hier so ein bisschen neu machen. Damit wir denen jetzt auch sagen können, hey, geht schon tiefer. Jetzt müssen nicht alle an derselben Stelle graben, sondern jeder kann sich ein bisschen woanders ausrichten, je nachdem, wo es benötigt wird. Also sie nehmen natürlich für dieselbe Stelle. Es könnte sich auch einer hier hinstellen, einer hier hin und einer hier hin. Aber nein. Ich bin auch schon mal im Überlegen gewesen, ob wir hier zwei Lager hinstellen und dann sozusagen die Kleinen fahren lassen, die sozusagen aktuell nur rumstehen. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, das ist jetzt fürs Erste noch zu blöd aktuell, aber sie stehen halt trotzdem viel. Aber wir müssen auch überlegen, unsere Produktion hier anzupassen. Denn das Reststoff wird niedrig. Die Produktion sinkt und das ist natürlich nicht gut für uns. Deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir langsam einen Hafen errichten können, der dafür ausgestattet ist, dass sich drum zu kümmern. Und dafür würde ich gerne eine neue Fabrik errichten. Ich glaube nicht, dass grundsätzlich zwar diese Kombination hier sehr gut ist. Ich würde gerne die Kohle rauskriegen. Ja, es ist ineffizient, es fuck und bla bla bla. Aber ich denke, für den kleinen Teil, der hier zuständig ist, ist es wurscht. Und wir müssen eh hier hinten irgendwann auch noch überarbeiten. Ich würde das gerne mit dem Elektro-Ding machen, weil den haben wir ja, glaube ich, sogar schon freigeschaltet, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich jetzt wüsste, wo der ist. Elektrisch, genau. Der braucht halt 8 Megawatt. Aber ich denke, das ist jetzt in dem Fall gar nicht schlecht für die Verwendung. Ich krieg noch mal. Ich muss mein neues Handy noch einrichten. Ich bin noch da mittendrin und ich bin noch nicht so ganz eingerichtet. Nein, nicht aus dem Spiel raus. Genau, weil wir haben ja ein paar Upgrades bekommen, die wir nutzen können, wenn wir bestimmt. Die sind immer gleich. Aber ich glaube, was die Crackling-Anlage, wo wir mit Rohbenzin und Wasserstoff zum Beispiel jetzt auch noch Benzin machen können und dann das Brenngas rein theoretisch mit Sauerstoff noch umwandeln können und sogar Wasser rauskriegen. Das könnte natürlich für uns eine sehr spannende Sache sein. Deswegen würde ich mal uns eine schöne freie Fläche suchen und mit Designen beginnen. Wir gehen mal wieder in unseren geliebten Planungsmodus und starten durch. Wie viel brauchen wir denn hier grundsätzlich? Du brauchst 6, 6, die zusammen machen also 12. 24 bedeutet, wir brauchen rein theoretisch nur einen Heizkessel, wenn ich das richtig sehe, richtig? Heizkessel war jetzt ja unter hier, oder? Nee, warte mal, der war unter Wasser. Genau. Bedeutet, ein Heizkessel reicht rein theoretisch für eine komplette Förderstrecke von Destillation. Wir haben Destillationsstufe 1. Gibt es Wasser ab? Ja, saures Wasser. Ich würde nicht auch gerne schauen, dass wir so viele wie möglich davon weiterverwenden.
Wir fangen jetzt mal hier an. Dann flippen wir dich. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich finde, obwohl, vielleicht würde ich dich doch noch eins weiter rausstellen. Haben wir ein bisschen mehr Platz dafür. Dann haben wir Destillation Stufe 2. Destillation Stufe 2 nimmt ja eigentlich nur das da. Bedeutet, wir können hier auch direkt... Ich würde hier, dass wir vielleicht irgendwas einbauen können. Ich bin jetzt beim Überlegen, ob wir es so ein bisschen möglich machen, sozusagen Sachen notfalls einzubauen. Aber schauen wir mal, wie das genau am Ende läuft. Im Grunde, der Grundaufbau bleibt ja gleich, ne? Dampf kommt hier rein, Dampf muss auch hier rein am Ende. So. Das bleibt am Ende überall gleich. Das ist saures Wasser, das rauskommt. Das muss dann... Also jetzt komme ich dann hier einmal hoch und unten drunter kann das saure Wasser zum Beispiel abgeleitet werden. Gut. Schauen wir doch mal mit dem sauren Wasser. Können wir das wieder... Können wir das saure Wasser wieder umwandeln in normales Wasser mit einem Wassertipper. Stripper. Der nimmt 36 saures Wasser mit Dampf... Macht doch Schwefel und Ammoniak. Und wir kriegen Wasser zurück. Fast eine komplette Ladung. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Und ihr produziert jeweils 18. Bedeutet, bräuchten wir genau hier einen Wasserstripper. Nein, oh, warte. Das war der falsche Button. Flip. Also hier hinsetzt, kriegen wir unten gleich das Wasser und alles raus. Okay. Wir machen erstmal die Standardverbindungen. Und wir machen es wirklich zwei hoch, ha? Huh? Vielleicht gar nicht schlecht. Können wir notfalls noch eine zweite Leitung durchführen. Welches Rohrleitung bist du? Du bist eine normale Rohrleitung. Na, danke. Ich würde gerne mit den zwei arbeiten. Auch wenn es wahrscheinlich komplett unnütz ist. Weil was haben die für einen Durchsatz? Das ist 200 pro Minute. Und du hast 60 pro Minute. Ja, okay. Die kleine Rohrleitung reicht aus. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Gut, dasselbe machen wir jetzt hier drüben. Und dasselbe auch nochmal hier. Nice, gut. Im Grunde, das kommt, ich hätte auch einfach die eine Sache bauen können und danach flippen können. Ne? Das wäre vielleicht auch gar nicht dumm gewesen. So, ich baue eine ganz dicke Dampfrohrleitung hier durch. Die geht bis hier hinten. Und dann nehmen wir die Zweierrohrleitungen. Und stecken die hier an. So und so. Gut. Seid ihr unterschiedlich? Oder täuscht euch gerade nur. Gut, das saure Wasser geht dann hier raus, geht hier rein, hier kommt der Dampf rein. Und mit dem Dampf kriegen wir dann wieder Wasser raus. Denn wir müssen auch schauen, wenn wir das Wasser sozusagen wieder rauskriegen können am Ende, dann können wir das wieder direkt in die Anlage reinpumpen und brauchen nicht so einen großen Wasserverbrauch. Bedeutet, zu versuchen, doch so viel wie möglich wieder zu verwenden, ist gleich gar nicht schlecht. Und hier kriegen wir quasi unser Gold schon raus. Hier kriegen wir schon das Abschlussprodukt quasi raus. Jetzt müssen wir ein bisschen wieder tiefer in die Materie eindringen. Wir haben hier 12. Wie viel produziert ihr? 6 Leute. Einer davon wird rein für euch dann betrieben. Ich würde nicht schauen, dass wir einen Block haben, der dafür zuständig ist. Ich hüpfe schon wieder in... Gut. 12, ich brauche halt Wasserstoff dafür.
Gibt es hier auch? Doch, da war schon richtig. Ich brauche hier Wasserstoff für. Dafür brauche ich Brenngas und Dampf, damit ich Wasserstoff herstellen kann in Massen und Kohlendioxid rein theoretisch. Okay. Wenn wir hier reinschauen, haben wir hier Rohbenzin. Aber wir können natürlich Schweröl in Rohbenzin umwandeln. Und mit 18 Rohbenzin können wir wieder 24. Obwohl, dann können wir natürlich auch den Pfad hinnehmen. Was hier natürlich cool ist, du kriegst. Ja, du verwendest ja doppelt so viel Wasserstoff. Kriegst aber dreimal so viel Brenngas raus, ne? Und Broken Arrow ist spielbereit, okay. Das wären dann zusammen 18. Mit Wasserstoff könnte ich dann das hier zu Benzin auch nochmal umwandeln. Dann hätte ich 48 Treibstoff raus. Wir kriegen hinten ja noch Rohbenzin auch nochmal raus, richtig? Wenn wir überlegen, wie wir das am schlauesten umsetzen. Hier kriegen wir jetzt 12 sogar raus, okay? 12 Rohbenzin. Das kann ich natürlich in Brenngas umwandeln, ne? Dann kriege ich. Ich krieg ja da auch so oder so Brenngas raus. Ich krieg ja beides raus, ne? Ich krieg ja beides raus. Warte mal. Also grundsätzlich würde ich das hier rüberführen und den Treibstoff dann nach hinten. Bedeutet, ihr beide kriegt auch Linien, die das nach da drüben ziehen am Ende. Warum nimmt er jetzt da wieder die dicke Leitung? Ist es die letzte, die ich immer verwendet habe, oder was? Aber wenn man logisch denken, brauchen wir nur eine mit 60 Durchsatz, weil da jeweils nur 80 pro Minute rauskommt. So. So. Dann wird es wahrscheinlich schlau sein, wenn wir dich hier so anschließen. Das ist jetzt der Anschluss. Der geht dann hier raus. Ich könnte es wahrscheinlich enger machen, aber ich will es einfach locker mal halten. Der geht dann hier ran, da kommt noch ein bisschen Dampf ran. Wenn wir jetzt von Wasserstoff reden. Wasserstoff produziere ich aktuell wie? Entweder mit einem Elektrolyser. Oder ich verwende Brenngas dafür. Ihn hier nehme, brauche ich tonnenweise Zeug. Ammoniak kriege ich wie? Ammoniak kriege ich rein theoretisch auch durch die Sauerstoff-Super-Variante. Aber ich brauche halt Tonnen und krieg wenig Sauerstoff. Ich wette, die haben das alles so gebaut, nach einem speziellen Prinzip, wie am zusammen einfach alles genau aus wie ausgeht. Irgendwie haben sie das bestimmt beim Programmieren gemacht. So, warte mal. Stickstoff, was kann ich mit Stickstoff anfangen? Stickstoff kann ich verwenden, um Produktion, Verbrauch. Um wieder am. Also im Grunde komplettes nutzloses Zeug. Wenn ich mir das so anschaue. Da kriege ich in 6. Oh, what the fuck? Das ist halt meine Massenproduktion. Da kriege ich 24 raus aus einer Anlage. Die frisst 300 kW. Aber ich würde das Ammoniak verbraucht kriegen.
Problem, hier mache ich pro Minute nur 9. Bedeutet, ich würde... Es wird nicht ansatzweise ausreichen. Bedeutet... Wasserstoff... Wahrscheinlich echt am besten, wenn wir die beiden hier hinten nehmen, die 18er. Und die hier in einer Wasserstoffreformer zu Wasserstoff umwandeln. Bedeutet, du gehst dann... bis hierhin. Dann haben wir hier jetzt schon den Anschluss für das Brenngas. Das kriegt 36 Brenngas pro Minute und wird dann in 42 umgewandelt. Die 42 Wasserstoff. Kann ich die rein theoretisch lagern oder sind die wieder so unlagerbares Zeugs? Na, kann ich hier rein theoretisch lagern, okay. Ich stelle den quer auf, vielleicht auch gar nicht blöd, ne? Lösch nochmal die Leitung hier bitte. Das müssen wir uns nochmal genau überlegen, wenn ich dich hier nicht hinstelle. Na, das war Flip-Button, scheiße. Hier so hinstelle. Haben wir hier einen Straight-Anschluss. Okay. Hier geht 36, das schafft 60 pro Minute. Oder das kleine Rohr schafft es immer noch. So. Da muss der Dampf rein. Wie viel Kohlendioxid kommt hier raus? 36. Wie viel schafft das Rohr? 60. Bedeutet, du schaffst das. Hier kriege ich dann Wasserstoff raus. Gut. Bedeutet, das Wasserstoff brauche ich am Ende wieder. Hier vorne, wenn ich das Schweröl verarbeiten will. Jetzt müssen wir mal schauen. Es ist jetzt alles gerade wieder. Bisschen blöd. Schweröl. War das mit 12? Oh, warte mal. Ich sehe gerade, warum sind die alle so unzufrieden?